Das sind die LTV-Themen vom Montag. Wie der märkische Adel zurück in die Heimat fand. Warum Jugendliche bei einer OP zuschauen durften. Und wo in Cottbus der Frühling Einzug gehalten hat. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflokclub e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Ich hoffe, Sie haben die Zeitumstellung gut verkraftet und sind pünktlich zur Arbeit und vor allem rechtzeitig nach Hause gekommen. Wer vom Breithaus aus zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Innenstadt wollte, für den war die dortige Straßenbahnhaltestelle ein wichtiger Einstiegspunkt. Doch niemand hat geahnt, was sich dort nur wenige Meter entfernt über Jahrzehnte unter der Erde verborgen hat. Sei es ein Wasserrohrbruch, Dutzende tiefer Schlaglöcher oder eine verborgene alte Tankstelle. Unsere Dauerbaustelle, die Straße der Jugend, überrascht die Cottbusser immer wieder aufs Neue. Aber Moment, eine alte Tankstelle? Anfang letzter Woche stieß man doch tatsächlich auf die Überreste damaliger Tanks und Rohrleitung. Zwei davon wurden bei einem Bombeneinschlag während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Doch zwei weitere unbeschädigte Tanks wurden jetzt entdeckt. Also in dem Bereich, wo wir jetzt gerade stehen, ist im Zweiten Weltkrieg eine 250-Kilo-Bombe runtergegangen und dieser Bombentrichter wurde mit den Abbruchmassen des alten Gebäudes, was vor dem Breithaus da hinten im Hintergrund stand, verfüllt. Bei einem Auskoffern des hier im Hintergrund zu sehenden Bauschutz in dem Bombentrichter, der hier noch zu sehen ist, haben wir dann zwei leere Stahltanks gefunden, ca. 3000 Liter, die gestern hier geborgen wurden und sind auch schon von der Baustelle entfernt. Jetzt vorhanden sind noch zwei Tanks, von denen einer hier im Hintergrund zu sehen ist, der Einstieg. Der befindet sich ungefähr in Nord-Süd-Richtung. Ungefähr 3000 Liter Inhalt, ist aber leer. Der letzte Tank liegt unter diesem Bauzaun, also im Bereich des jetzigen Gehwegs. Die beiden Tanks können wir erst im Juli diesen Jahres bergen, wenn wir in den Bereich die Straßenbahn ausbauen. Bis es soweit ist, gibt es aber noch einiges zu tun. Und wer weiß, was uns bis dahin noch so erwartet. Gut, dass diese Altlast nun beseitigt wird. Allerdings ist zu befürchten, dass sich dadurch die Fertigstellung dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung unserer Stadt verzögert. Die Idee stammt aus Amerika. Am sogenannten Girls' Day sollen Mädchen die Gelegenheit erhalten, typische Männerberufe kennenzulernen. Im Land Brandenburg hingegen wird auch den Jungen ermöglicht, etwas über Frauenberufe in Erfahrung zu bringen. Kurzum, bei uns heißt dieser Tag Zukunftstag. Wir waren im Sanna-Herz-Zentrum mit der Kamera dabei und haben einen Jugendlichen begleitet, der eine ganz besondere Beziehung zu dieser Klinik hat. Einmal hinter die Kulissen des Sanna-Herz-Zentrums gucken. Nicht alltäglich, aber der 12. Brandenburger Zukunftstag macht es möglich. Zumindest für 16 Mädchen und Jungen. Einer von ihnen ist Luca. Und gerade weil seine Eltern hier im Sahner-Herz-Zentrum Cottbus arbeiten, war es für den 14-Jährigen schon lange ein Wunsch, diesen Berufsalltag aus der Nähe kennenzulernen. Ja, meine Eltern arbeiten ja hier auch in dem Herzzentrum und ja, sie haben halt zu Hause die ganze Zeit erzählt von ihrem Dienst und was sie so machen. Ich hatte dann auch verschiedene Fragen und habe sie auch gefragt dazu. Und dann habe ich aber immer wieder Fragen gestellt, die sich auf das Gleiche hinbezogen hatten. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, na dann geh doch mal zu diesem Zukunftstag und da wirst du das dann schon mitkriegen. Ja, der Plan für heute hört sich ziemlich gut an und ich freue mich auch schon drauf. Also sehr interessant. Ja, mal gucken, was dann noch so im Laufe des Tages auf uns zukommt. Doch als erstes geht es für ihn um Hygiene und Sauberkeit. Katja Räder ist Krankenschwester, Wundexpertin und Mitarbeiterin im Hygieneteam. Sie erklärte, worauf man in Krankenhäusern achten muss und wie wichtig die Desinfektion der Hände ist. Auch Luca musste das feststellen. So. Dann fangen wir mal an.
Die Daumen habe ich ganz schön vergessen. Die Daumen, das ist immer so eine Stelle. Die Handinnenflächen sind eigentlich immer gut, weil da kommt es als allererstes hin. Da reibt man schön. Ja, das habe ich schon vergessen. Genau. Das sind immer so diese Tücken. Gerade der Daumen, den muss man immer noch mal so ein bisschen extra reiben, weil der halt in dieser normalen Handreibung nicht so mit bedacht wird. Ne? Aber sonst die Finger gucken, das ist alles. Und Luca, hättest du das gedacht? Nein. Also ich habe gedacht, ich hätte den Daumen mitgemacht. Auch der Blick auf so manche Bakterien und Keimkulturen kann ernüchternd sein. Auch wenn die manchmal komisch riechen, dennoch ist auch der Beruf, auch wenn er auf den ersten Blick unscheinbar klingt, spannend und extrem wichtig. So langsam kommt Luca dem Arbeitsplatz seines Vaters näher, denn er ist Oberarzt in der Herzchirurgie. Doch vorher lernen Luca und seine Begleiter noch ein anderes spannendes Tätigkeitsfeld kennen, den Job des Kardiotechnikers. Hagen Weise erklärte, was man dabei so macht und wie man überhaupt Kardiotechniker wird. Und auch wenn man nicht direkt am OP-Tisch steht, birgt der Job eine hohe Verantwortung. Also da ist eine gehörige Portion Verantwortung dahinter. Man steuert ja nicht einfach irgendeine Maschine, sondern man beeinflusst damit quasi, ob der Patient nicht nur die ganze Sache überlebt, sondern auch wie gut er die Sache überlebt und hat dadurch doch erhebliche Verantwortung. Ja, das Besondere ist die Verknüpfung der Technik mit der Medizin. Man kann also medizinische Prozesse beeinflussen. Dabei bedient man aber eine ganze Menge Technik, muss sich also viel mit der Technik auch beschäftigen, mit den Funktionen dahinter, muss Geräte programmieren können und hat trotzdem ein Arbeitsfeld, was nicht rein technisch ist, sondern eben auch medizinisch ist. So langsam steigt bei Luca die Aufregung. Einen ersten Blick kann er durch die Glastür schon werfen. Aber noch ist es nicht so weit. Was sagt denn die Familie zum Berufswunsch des Sohnes? Also ich finde es ganz schön, dass er gerne mal reinschaut in unsere Berufe. Mein Mann arbeitet ja auch hier im Herzzentrum als Oberarzt. Und also wir freuen uns darüber, dass ihn das interessiert. Es gibt ja auch wahnsinnig viel zu sehen, allerhand technische Sachen, was der Jungs sowieso interessiert. Und also wir sind stolz drauf, dass er sich für unsere Berufe begeistert und da gerne wissen möchte, wo wir den ganzen Tag so sind. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Also mein zweiter Sohn ist auch daran interessiert und ist auch interessiert, wo der Papa arbeitet. Und die Mama arbeitet ja auch hier im Herzzentrum. Und mein erster Sohn, der studiert jetzt im 7. Semester in Gießen. Und naja, also ich habe ihn nicht dazu gezwungen, jetzt, oder ich würde auch nie zwingen, ihn irgendwie Medizin zu machen. Also wenn er von sich aus Spaß hat, dann würde ich ihn natürlich unterstützen. Ob er nun eine Herzchirurgie machen muss, das weiß ich natürlich nicht. Luca ist aber noch nicht im OP, sondern erst einmal im Desinfektionsbereich. Hier werden alle Instrumente gereinigt und man kann kleine Sachen schon mal ausprobieren. Aber die Spannung steigt. Ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich hüpfe schon die ganze Zeit hier so ein bisschen rum. Und stelle mir immer noch so die Frage, wird die schlecht oder wird die nicht so schlecht? Oder ja, weil es ist halt eine andere Erfahrung jetzt für mich, weil das erlebt man halt nicht im Alltag. Und da kommt man in den OP, kommt man einfach auch nicht rein. Und dann ist es endlich soweit. Luca steht im OP. Zwar operiert hier nicht sein Vater, aber ein erster Blick ist möglich. Und der zeigt gut, was den Beruf des Herzchirurgen so spannend macht. Ein sehr interessantes, also ein sehr schönes eigentlich auch, weil ich konnte mir darunter noch nie so richtig was vorstellen. Und jetzt hier mal über das Tuch zu gucken. Hat das dir schon mal ein Buch gezeigt? Naja, er hatte mal so ein paar Bücher, da habe ich mal reingeguckt. Aber da konnte ich mir... Also meine Tochter, die konnte sich das auch nicht erklären und die hat immer gedacht, die Bypässe werden ins Herz reingenäht. Ja, das habe ich auch gedacht. Da habe ich ihr das erstmal gezeigt, dass das ja nur praktisch wie Schläuche sind und dass da nur ringsrum liegt, sondern also nur von einem Punkt auf den anderen. Ne? Und während Luca zuschaut, überwältigen ihn die Emotionen. Ich glaube, ich muss mal kurz weggehen. Aber alles halb so schlimm. Luca ist wohlauf und begeistert. Interessant, auch die ganze Technik. Und es fasziniert mich immer wieder. Selbst ich kann mir das jetzt auf ein Bild, kann mir jetzt auch ein Bild machen, was meine Eltern zu Hause erzählen und kann ich nur sagen, okay, schön und gut. Ich kenn's nicht. Und ich kann mir jetzt wirklich was darunter vorstellen und weiß, wo es ungefähr so liegt und ja, was gemacht wird. Und es war halt, dieser ganze Tag ist schon sehr interessant.
Und so wie Luca haben sicher auch die anderen von diesem Zukunftstag jede Menge zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht begründet die Familie Manus im Sahner Herzzentrum Cottbus die erste Familientradition. Ob der Bremer Professor Jochen Zimmermann Gründungspräsident der BTU wird, entscheidet sich nach Aussagen von Zimmermann noch heute Abend. In dem abschließenden Gespräch mit der zuständigen Ministerin Sabine Kunst gehe es weder um einen Dienstwagen noch um die Größe seines Arbeitszimmers. Vielmehr gelte es, letzte Differenzen bei den Rahmenbedingungen auszuhandeln. Es sei ihm wichtig, sowohl universitäre als auch Elemente der Fachschulausbildung fortzusetzen, so Zimmermann heute in einem Radiointerview. Auf der Skaterbahn des Freizeitparks am Cottbuser Wasserturm haben Unbekannte einen Teil der Skaterbahn gesprengt. Eine sogenannte Grindbox wurde durch die starke Explosion total zerstört. Nach Bekanntwerden des Vorfalls hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen eingeleitet und erste Spuren am Tatort gesichert. Und nun möchten wir Sie einladen zu einer Spurensuche des märkischen Adels in unserer Region. Im Branitzer Marstall ist am Donnerstag die Ausstellung Heimat verpflichtet eröffnet worden. Sie zieht nach 20 Jahren Rückkehr märkischer Adliger in die Heimat eine Bilanz. Dazu wurden 12 Familien porträtiert. Kern der Ausstellung sind großformatige Gruppenporträts des Fotografen Oliver Mark. Es sind aufwendig inszenierte Bilder, die bewusst an alte Gemälde erinnern. In ihren Texten geht Kuratorin Martina Schellhorn der Frage nach, was ist aus den Rückkehrern geworden? Wer ist geblieben und warum? Was konnten sie bewegen? Märkische Adelsfamilien haben seit Hunderten von Jahren der Region Berlin-Brandenburg ihren Stempel aufgedrückt. Nach Mauerfall und Vereinigung kamen die Nachfahren einiger Familien wieder zurück. Doch das war nicht immer einfach, wie sie uns berichten. Ich war eigentlich erschüttert, dass alles so runtergeritten war. Es war eigentlich unglaublich. Und ich habe lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen und hatte auch keineswegs vor, hier länger zu verharren. Bis die Bürgermeisterin von Branitz auf mich zukam und sagte, die Bevölkerung würde gern, wenn einer von euch wieder herkäme. Dann habe ich mich mit meiner Familie unterhalten und die haben gesagt, naja, das musst du dann wohl machen. So habe ich mit einem Bein mich hier wieder herbegeben. Uns war ja alles weggenommen worden. Wir hatten nur dann restituiert bekommen die beweglichen Sachen, die im Schloss sind, die Kunstgegenstände, Bilder, Kommoden, Stühle und so etwas, alles andere war weg. Das Feindbild, die Adligen in der DDR kommen zurück, das war natürlich nicht so, dass wir mit offenen Armen und mit Hallo empfangen wurden, sondern mit viel, viel Skepsis. Gleich nach dem Mauerfall 1989 machten sich Familien alter brandenburgischer Adelsfamilien auf den Weg, um die frühere Heimat zu besuchen. Was sie fanden, ähnelte in den meisten Fällen nicht immer dem, wovon Eltern und Großeltern erzählten. Dennoch beschlossen einige zurückzukehren, wie die Familie Lina. Die Familie ist seit 1621 in dem Spreewald ansässig. Es gab die Zeit, als uns der Besitz komplett enteignet wurde. Und das war durch die Beteiligung meines Großvaters am 20. Juli. Er musste dafür sein Leben lassen. Und als dann die Wiedervereinigung kam und wir 40 Jahre praktisch nicht mehr dort waren oder ansässig waren, kam die recht seltene oder einer der Einzelfälle, die wir sind, dass uns der Besitz teilweise zurückübertragen wurde. Wir schuldeten es der Historie der Familie gegenüber, insbesondere aber auch unserem Großvater gegenüber, aber auch die innere Verpflichtung, die Traditionsverpflichtung, wiederzukehren, einen jahrhundertelangen Besitz wieder mit Werten zu füllen, nicht nur mit Werten, die man in Geld zählen kann, sondern auch mit ideellen Werten. Das haben wir mit erstaunlich viel Engagement, und zwar generationenübergreifenden Engagement, geschafft. Das ist auch nicht selbstverständlich, auch nicht einfach. Heimat ist der Ort, an dem man geboren und aufgewachsen ist. Es entsteht eine Bindung, die ein Leben lang hält. Heimat, das sind Bilder, Erinnerungen und Gefühle, in denen oft Melancholie mitschwingt. Vor allem dann, wenn etwas vorbei oder verloren ist. Das weiß auch Martina Schellhorn in ihrem Begleitbuch zur Ausstellung zu berichten. Einen roten Teppich gab es für diese Familien nicht.
Der Neuanfang hat außerordentlich viel Kraft, Zeit und natürlich Geld gekostet. Und der Titel war dabei nicht immer hilfreich. Und da habe ich auf einmal Momente erlebt, das hat überhaupt nichts mit dem Von im Namen zu tun, sondern das ist ein Berichten über Lebensereignisse, Lebenslinien und natürlich auch ein Riesenprojekt, was ja nicht in 3 oder 5 Jahren zu Ende ist, sondern manchmal sogar die nächste oder übernächste Generation mit einbezieht. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr im Branitzer Marstall zu sehen. Im Mai schließt sich dann im Schloss die Ausstellung Herrschaftszeiten Adel in der Niederlausitz an. Übrigens hier noch ein Tipp für die Besucher der Ausstellung. Rechtzeitig zum Frühjahr wurde im Park die Nordbrücke erneuert. Auf dem Weg ins Schloss oder zum Tierpark können Besucher nun wieder über die Holzbrücke zu Pyklas Pyramiden gelangen. Und der Weg lohnt sich, da man dort zurzeit zahlreiche Frühlingsboten entdecken kann. Zahlreiche Frühlingsblüher sind derzeit auch in der Cottbusser Innenstadt zu bewundern. Und zwar an einer Stelle, die die Cottbusser schon seit Jahren in ihr Herz geschlossen haben. Morgens um 7 in Cottbus. Während die Stadt allmählich aufwacht, hat der Arbeitstag für das Team von Grüne Gärten Cottbus bereits begonnen. Sie sind schon dabei, Stiefmütterchen auszuladen. Ihr Ziel ist ein Prestigeobjekt mit langer Tradition, die Sonnenuhr an der Berliner Straße. Seit nun 10 Jahren sorgen Grüne Gärten und auch die EG Wohnen dafür, dass sie Jahr für Jahr erblüht. Die EG Wohnen stellt die Mittel zur Verfügung, Grüne Gärten kümmert sich dann um die Umsetzung. Dafür ist unter anderem Carola Bothe zuständig. Sie war schon vor 10 Jahren dabei, als hier die Pflege begonnen hat. Mittlerweile plant sie die Bepflanzung. Wir müssen planen, wie das Motiv ausschaut zur Osterwiese, wie die Osterhasen stehen können. Und dementsprechend werden dann auch die verschiedenen Farben ausgesucht und die Stückzahl gezählt. Insgesamt 4000 Stiefmütterchen werden hier jetzt in die Erde gebracht. Das Motiv in diesem Jahr sind 3 große Ostereier in einem weißen Korb. Davon macht sich auch Joachim Schultke einen Eindruck. Er ist Mitarbeiter bei der EG Wohnen und kümmert sich um die Pflege der Grünanlagen. Auch er war vor 10 Jahren schon dabei. In dieser Zeit ist die Sonnenuhr der gesamten Genossenschaft ans Herz gewachsen. Wir haben uns damals entschieden, dass wir das machen wollen. Wir haben gesagt, wir haben in Cottbus viele Wohnquartiere, wo wir die Grünpflege betreiben. Und haben uns dann entschieden, hier an der Stelle nochmal einen schönen bunten Punkt zu bringen für die Cottbusser und ihre Gäste. Ja, der ganze Platz hier mitten in der Stadt, der wird durch diese Sonnenuhr geprägt. Und das war dann letztendlich auch der Grund, dass wir uns hier mit einbringen wollen. Knapp 8 Stunden hat es gedauert. Die Sonnenuhr erstrahlt pünktlich zu Ostern in vielen Farben. Mit dem Ergebnis sind nicht nur EG Wohnen und Grüne Gärten zufrieden. Na, das gibt es schon immer hier, das gehört einfach dazu. Wenn man irgendwie fragt nach einem Geschäft, sagt man an der Sonnenuhr. Also ich finde, das tut dem Stadtbild ungemein gut, weil derartige Flächen, sage ich mal, viel zu kurz kommen im Stadtbild, weil einfach die finanziellen Mittel fehlen, um solche Flächen zu pflegen. Man rationalisiert ja heutzutage alles weg. Aber ich kenne die Uhr schon als Kindheit, ich habe hier hinten mal gewohnt. Das war immer traumhaft schön. Können Sie sich Cottbus ohne die Uhr vorstellen? Nein, nein, bitte nicht. Bitte lassen. Lieber spende ich was, aber nicht wegmachen. Derzeit kann man an der Sonnenuhr aber noch nicht die Zeit ablesen. Noch fehlt dafür der notwendige Polstab. Der wird im Mai angebracht. Dann wird hier schon wieder neu gepflanzt. Die Blumen hat Carola Bothe schon bestellt. Das war's fast schon wieder für heute. Ich darf mich hier von Ihnen verabschieden. Und drücken Sie Energie heute Abend beim 1. FC Union die Daumen. Mit einem Sieg wären wir zwar immer noch Letzter, aber ganz nah dran am Relegationsplatz. Uns gibt's auch morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, tschüss. Nie zu alt fürs Radeln. Riesenauswahl, fachliche Beratung und einen ausgezeichneten Service. So kommen Sie mit einem Elektrobike von Fahrradschenker mühelos in Fahrt.
sportlich flink und unabhängig. Elektrobikes machen Berge zu Tälern. Seien Sie willkommen zu einer Probefahrt bei Fahrradschenker in Cottbus. Augenglasbestimmungen für nah und fern, optische und elektronische Hilfsmittel, individuelle Anpassungen und vieles mehr erfahren Sie bei uns. Low Vision Cottbus, Ihr Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, Friedrich-Ebert-Straße 16. Juwelier Sack. Auserlesene Wünsche für Anspruchsvolle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und schätzen Ihr Interesse an edlem Schmuck und Uhren. Tradition trifft Moderne. 175 Jahre Juwelier Sack. Feiern Sie gemeinsam mit uns am 1. April 2014. So heißt der Verantwortliche für das gegenwärtige Frühlingswetter. Das Hochdruckgebiet mit diesem Namen sorgt auch heute wieder für Temperaturen bis zu 18 Grad. In der kommenden Nacht bleibt es trotz einiger Wolken trocken. Die Wolken verhindern aber ein zu starkes Abkühlen der Luft und so bleibt es frostfrei. Zwischen 3 und 5 Grad werden erwartet. Der morgige Dienstag beschert der Lausitz erneut einen freundlichen Frühlingstag. Es gibt einige Wolken, regnen wird es aber nicht. Die Höchstwerte in und um Cottbus liegen zwischen 16 und 18 Grad. Übrigens, LTV empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbuser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern. So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch einen Rennwurm-Outdoors-Viertel.